Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2013 und ich denke mal, das hier wird auch das packende Finale werden. Ja, ihr seht's, wir sind hier ganz oben auf dem Berg angekommen. Himiko wird gerade von Matthias gerufen. Und wir müssen jetzt darüber. Denn hier sind allerhand bewaffnete Männer. Wow. Fast schon wieder abgestürzt. Genau wie beim letzten Mal. Aber gut, das haben wir diesmal geschafft. Gott sei Dank. Und durch den Wind können wir uns auch nicht allzu stark bewegen, wie ihr das hier schon seht. Okay, die kämpfen gegen die Leibgarde von Himiko. Ja. Die Oni. Nur damit ihr dann nochmal klar im Bild seid, das ist einer dieser riesigen Wächter. Und tatsächlich haben auch diese bewaffneten Männer keine Chance gegen diese riesigen Biester. Und ich glaube, wir müssen jetzt gegen den antreten. Ach du Gott. Wie soll man das denn schaffen? Vielleicht mit einem Pfeil? Okay, und... Ah, okay, von hinten. Au. Okay, das war nicht so gut von mir getimt. Ich weiß gar nicht, ob wir dem überhaupt damit wehtun. Auf jeden Fall tun wir ihn schon mal damit weh, was natürlich gut ist. Okay, und komm, zack. Jawohl. Okay, das war aber noch nicht alles. Ja, nee, ist klar, Leute. Och, Leute, das ist jetzt klar, ne? Warum müssen das jetzt so viele sein auf einmal? Aber gut, das ist halt Endkampf, ne? So, hier drüben mal noch einer. Ach Gott, mit einem Schlag kriegt er uns platt, ehrlich? Ein einzigster Schlag, dann sind wir schon dort. Ach Gott. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt was bringt, wenn wir die jetzt alle platt machen. Oder... So, zack. Oh Gott. Leute, das ist nicht einfach, Zack, nochmal was im Rücken rein, komm schon, Junge. Und. Nee, nein, einen Ticken zu früh gedrückt, ne? Ich hab's gemerkt, Leute. Und gleich nochmal. Zack. Ist aber noch nicht platt.
So, komm, zack, hin. Na, oh Gott, 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 Gott. Ja, jetzt aber. Zack. Ja, komm, 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 komm. Hol ihn dir, Lara. Ja, komm, 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 komm. Haben wir es geschafft? Haben wir jetzt einen der Oni erledigt? Leute, geile Sache. Ich glaube, der ist wirklich tot. Das haben wir schon mal geschafft. Aber nichtsdestotrotz gilt es jetzt hier noch immer noch irgendwo Himiko aufzuhalten und Sam vielleicht dann doch irgendwie zu retten. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen können irgendwie. Wir werden es auf jeden Fall versuchen, denn ich finde, das gehört sich so. Was heißt, das gehört sich so? Wir wollen ja von der Insel auch runtergehen, ne? Also müssen wir sowieso gegen Himiko kämpfen. Und ist klar, dass wir dann auch noch Sam retten wollen, weil die ist ja auch so auf unserer Seite bis jetzt gewesen. Okay, Pfeile ist voll. Das ist auf unserer Seite gewesen. Es gehört sich einfach so, ne? So als Heldin sowieso. Und als Freundin müssen wir sie natürlich retten. Okay, was erwartet uns jetzt? Was erwartet uns jetzt hier? Oh, Masaya, es ist klar, ne? Oh, ne, oder? Oh, Gott. Okay, Quicktime-Events, ne? Quicktime-Events sind definitiv nicht meine Sache. Nicht, wenn es um mehrere Tasten geht auf eine Tastatur, ne? Die man da nicht so gut kennt. Aber gut, wie dem auch sei, wir versuchen es ganz einfach noch einmal. Besser aufpassen jetzt. Und komm. Gut, also Schritt 1. Gut, das hat mal schon mal nicht funktioniert. Zack. Und jetzt? Und jetzt? Okay, verteidigen. Komm, 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 Lara. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Komm, 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 komm. Jawohl, nochmal. Zack, einmal abgefeuert. Dürfen wir jetzt gegen den Messias endlich selber kämpfen, oder? Okay. Zack. Runter mit dir. Leute, der hat es nicht besser verdient. Sterben muss er so oder so. Jetzt mal ganz ernsthaft. Der hätte doch nicht aufgehört, wenn er noch weitergelebt hätte. Nur bin ich jetzt mal gespannt. Können wir Sam noch irgendwie retten? Was geschieht hier in diesem Moment? Denn wir sehen ja, wie die Seele übertragen wird, gerade auf Sam. Okay. Eine Explosion, eine riesengroße Explosion. Und dann ist Sam vielleicht gerettet. Sam? Sam. Oh, Sam. Gott sei Dank. Lara, was ist passiert? Ich bin da. Du bist sicher. Alles gut. Alles gut. Du hast mich befreit. Ich hab's gewusst. So wie versprochen. Bringen wir dich nach Hause. Wir haben es offenbar geschafft, die Mikro aufgehalten, die Sonne, die kommt raus, der Himmel lockert auf. Das heißt, wir können die Insel verlassen und nicht nur das, wir haben Sam auch noch nebenbei gerettet. Und wir haben Himikos Seele erlöst, was ja auch eine richtig gute Sache ist. Vielleicht findet sie ja jetzt mal zur Ruhe, vielleicht ist sie ja doch nicht das ultimativ Böse gewesen, sondern wollte einfach nur erlöst werden. Da ist Lara! Sie hat Sam! Geschafft. Und letztendlich haben auch unsere Kollegen von der Insurance Wort gehalten und sind nicht einfach ohne uns hier weggefahren. Sie haben wirklich auf uns gewartet, was natürlich eine tolle Kiste ist. Was ist dort passiert?
Es ist vorbei. Wir können los. Okay, dann nichts wie weg von hier. Und tatsächlich haben wir es geschafft. So naiv. Jahrelang habe ich an meinem Vater gezweifelt, wie alle anderen. Dabei hatte er mit so vielem Recht. Ich wünschte, ich könnte ihm das jetzt sagen. Ich war mir der Wahrheit immer so sicher. Aber nach dem, was ich gesehen habe, weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Ich muss Antworten finden. Ich muss verstehen. Sie muss verstehen, die junge Dame. Ja, ich glaube, das sind die Worte, mit der Lara Croft im Endeffekt wirklich ihre Karriere begonnen hat und zu einer richtigen Abenteurerin geworden ist, die natürlich alles wissen möchte, beziehungsweise auch das gerade archäologisch alles aufdecken möchte. Keine Ahnung, was sie da durchgemacht haben, aber wenn ich ihre Wunden und ihren Blick sehe, will ich es auch gar nicht wissen. Naja, wir sind bald zu Hause. Ich gehe nicht nach Hause. A survivor is born. Ja, damit haben wir die junge Lara quasi zum Leben erweckt. Also so richtig als Archäologin und als Abenteurerin. Und das ist eine ganz, ganz gute Sache. Yeah, we hope you have enjoyed playing Tomb Raider. We have worked our hardest to bring you the best game we could possibly make. Thank you for taking the time to complete our game. Also ein kleines Dankeschön von den Entwicklern, dass wir dieses Spiel gespielt haben und die hoffen, dass wir es genossen haben. Und dass wir uns auch die Zeit genommen haben, eben das Ganze bis zum Schluss durchzuhalten. Ja, ich finde, dieses Spiel ist richtig genial, richtig gut. Es hat gezeigt, wie eine junge Lara Croft im Endeffekt zu einer Abenteurerin geworden ist, die so gesehen knallhart ist. Vielleicht nicht unbedingt so knallhart, wie man das vielleicht denken mag oder denken will. Aber letzten Endes hat man auch gemerkt, dass hinter so einer Frau, jungen Frau auch entsprechend Emotionen und Herz steckt. Und ich finde, gerade das hat diesen Reiz jetzt bei diesem Teil für mich ausgemacht. Es ist ja quasi der Reboot der ganzen Tomb Raider-Serie geworden, nachdem man sich dann doch recht gut verkalopiert hatte mit den Teilen, die vorher rauskamen. Aber letzten Endes, was jetzt hier gemacht wurde, es ist einfach nur geil, es ist gut und ich bin froh, dass die Entwickler sich zu diesem Schritt durchgerungen haben, das alles so zu machen. Gerade was die Story angeht, ne? Ich meine, wir kommen als junges Archäologen-Team dann quasi in diese auf diese Insel Yamatai und wir wissen noch nicht mal gar nicht, dass es Yamatai ist. Ne? Wir haben es immer nur vermutet, wir haben sogar unseren Vater für verrückt gehalten. Ja, der auch deswegen draufgegangen ist. Und letzten Endes konnten wir dann doch feststellen, dass unser Vater noch nicht mal gelogen hat, sondern die ganze Zeit über Recht hatte und dass da noch mehr ist, als einfach nur irgendwo alte Steinchen ausgraben, ne? Kartografieren, was weiß ich nicht alles, das ein bisschen in die Jahre einzuordnen. Und das war es schon. Nein, da gibt es noch etwas Übernatürliches, was Mystisches, was dann vielleicht gegen uns ist, was dann vielleicht für uns ist, ja, ganz egal von welcher Seite man das betrachtet. Dieses Spiel hat ziemlich gut aufgezeigt, dass es eben mehr gibt als einfach nur eine knallharte Frau, sondern wirklich auch eine junge Lara Croft mit Gefühlen, eine Frau, ne, der man halt wirklich mehr als nur knallharte Waffen-Action zutraut. Und das finde ich auch ganz gut so. Ich meine, wir sind wirklich mit dem Schiff dort angekommen. Wir haben ein paar Freunde von uns, ein paar Kollegen von uns verloren. Wir sind in ein paar Intrigen hineingeraten. Auf uns wurde zigmal geschossen. Wir mussten zig Männer umbringen. Wir mussten zig Untote umbringen sogar. Und letzten Endes haben wir auch entschieden, wer denn auch so ein Stück weit zumindest entschieden, wer denn leben und wer sterben muss. Natürlich auch irgendwo unbewusst, denn wir müssen uns hier auch verteidigen oder mussten uns auch hier verteidigen. Und die Rätsel, die darf man dabei natürlich auch nicht vergessen. Ja, die waren recht gut. Die waren in meinen Augen recht gut. Vielleicht hätten sie noch ein Ticken besser sein können. Zumindest ein bisschen komplexer noch sein können. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, ihr habt es gemerkt, ne? Ich bin jetzt nicht mehr so stark da drin, was so ein Rätsellösen angeht. Aber das kann sich ja in Zukunft auch noch ändern. Denn ich bin auch gespannt auf die künftigen Teile, die da noch kommen werden. Und ich bin mir auch sicher, dass ich auch den Nachfolger
Rise of the Tomb Raider irgendwann mal spielen werde und das hier auch Let's Playen werde, weil es mich einfach reizt, dann das Ganze nochmal zu spielen. Beziehungsweise nicht nochmal zu spielen, sondern zu wissen, wie es weitergeht letzten Endes. Ich meine, ihr alle kennt wahrscheinlich das Spiel schon, ich kenne es natürlich auch. Deswegen kann ich sagen, es wird mich auch faszinieren, das alles mal zu machen. Bleibt mir also nicht mehr unbedingt so viel zu sagen. Es ist ein geiles Spiel, es hat eine gute Geschichte. Wir wissen, wie Lara Croft von einer jungen Dame zu einer knallharten Frau geworden ist, die eben auch ein bisschen weiter denken kann und auch nicht unbedingt alles ausschließt. Also so gesehen haben wir eigentlich alles erfahren, was wir erfahren sollten. Und nicht umsonst heißt es ja, a survivor is born, ne? Ein Überlebender ist geboren. Aber gut, Leute, damit möchte ich euch vielleicht mit den Credits noch ein bisschen alleine lassen. Denn ich denke, wir haben jetzt alles, oder ich habe jetzt alles zu diesem Spiel gesagt. Ich gebe einfach nur nochmal eine Empfehlung für den Kauf raus, wenn ihr es noch nicht kennt. Ihr könnt es euch gerne holen und selber mal spielen. Es ist auf jeden Fall spielenswert und es ist auch in meinen Augen eines der besten Tomb Raider Spiele, die es gibt. Nicht umsonst, weil man halt diesen Reboot so gut gestaltet hat. Gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt einfach ein Däumchen nach oben. Ne? Ihr könnt es auch fleißig teilen. Und vielleicht schaut auch mal bei den anderen Projekten mit rein, wenn ihr wollt. Ansonsten schreibt mal ruhig fleißig in die Kommentare rein, wie gesagt, was ihr von diesem Spiel insgesamt jetzt gehalten habt, wie ihr das Ende so empfunden habt. Vielleicht noch ein paar Worte von mir zum Ende. Ich fand es jetzt doch gut, dass wir Himiko besiegen konnten. Ich meine, es wäre natürlich auch noch spannender gewesen, wenn wir jetzt selbst noch hätten, wo irgendwo was machen müssen, um Himiko aufzuhalten. Denn so richtig gegen Himiko selber haben wir ja gar nicht gekämpft. Das fand ich so ein bisschen schade. Tut dem Ganzen aber keinen Abbruch. Und gerade auch, was das Quicktime-Event zum Schluss angeht. Leute, ne, ich bin nicht so wirklich für Quicktimes an der richtigen Stelle. Schön und gut, aber zum Schluss hin, nee, das muss nicht sein. Ich hätte mir lieber nochmal einen richtig knallharten Kampf gewünscht gegen den Matthias, den es leider nicht gab. Aber nichtsdestotrotz, das tut für mich das Spiel nicht unbedingt runter werden. Im Gegenteil, das Spiel ist trotzdem richtig geil. Und ja, es tut dem Ganzen keinen Abbruch. So einfach ist es. Also Leute, bei Gefallen ein Däumchen nach oben. Und ansonsten hoffe ich mal, dass ich euch bei einem der nächsten Projekte wieder begrüßen darf. Vielleicht auch schon bei dem nächsten, was jetzt hier als Nachfolger angesetzt ist. Was das ist, was das für ein Projekt ist, das erfahrt ihr dann vielleicht bei Twitter. Beziehungsweise ihr könnt ja auch künftig immer weiterhin einfach die Uploadliste, den Uploadplan in meinem YouTube-Kanal, in meinem Banner erfahren. Der wird regelmäßig angepasst werden, damit ihr auch Bescheid wisst. Und ansonsten, ne, Leute, bis zum nächsten Mal. Dann nicht mehr bei Tomb Raider 2013, dann eher mit einem anderen Projekt. Also Leute, viel Spaß jetzt erstmal noch und ich hoffe, ich darf euch bei den anderen Projekten auch begrüßen. Bis dahin. Tschüss.